Servus zusammen. In diesem kleinen Clip geht es um das Gold. Wir haben den 27. Januar, es ist 10.07 Uhr, wenn ich damit anfange. Also das Gold ist meines Erachtens nach weiterhin im Chill-Modus. Und ich sehe jetzt momentan auch nicht, wo da eine höhere Wahrscheinlichkeit liegt, nach oben oder unten. Wir haben grundsätzlich hier nach wie vor dieses Doppeltop um die 1960 rum. Das bleibt erstmal bestehen. Aber jetzt, ich mache es mal ein bisschen größer. Es ist so, dass wir handeln ziemlich genau an der 200-Tage-Linie, die hier mit der 10-Tage-Linie zusammenliegt, im Bereich von 1848. In der Sekunde handelt Gold bei 1847,5. Wir sind völlig neutral vom MACD, wir sind völlig neutral vom Oszillator. Wir sind also in fast, ich möchte sagen, in der Mitte der Bänder, aber wir haben die Tendenz zur Mitte der Bänder. Hier ist die 20-Tage-Linie ein bisschen höher. Ich habe das hier mal so ein bisschen farblich dargestellt, was ich denke, was die wichtigen Punkte sind. Und zwar haben wir einmal die 1874 hier oben und hier unten die 1823. Jetzt ist das Gold manchmal schwierig zu handeln und genauso wie an diesem Tag hier macht es erstmal eine Bewegung nach unten, um dann nach oben ein bisschen wegzuziehen. Das heißt, diese Punkte nochmal, 1823 zu 1874, die sind zwar wichtig, aber ich würde sie erst dann wirklich in Beschlag nehmen, wenn die um 1% über- oder unterboten sind. Also 1805 zu 1892. Vorher hat es nichts, hier ist nichts, das kann sich noch ein paar Wochen so weiterziehen. Ich habe von hier kein sinnvolles, griffiges Signal, nach wie vor, wie gesagt, im Chill-Modus. Für den Fall, dass das Gold mit wenigstens einer Stundenkerze über die 1892 geht, ja, also das hier plus ein Prozent, wird bei mir dieser Schein hier aktiviert. Das ist ein 1785er, sind wir also ungefähr hier, wo jetzt die Maus ist. 1785er hat im Moment einen 30er Hebel, dann natürlich ein bisschen weniger. Und das ist die Kennnummer Gustav Heinrich 0372, das ist ein Open-End-Schein von Goldman, GH0372. Für den Fall, dass wir jetzt, muss ich auf Short gehen, dass wir aber hier unten im Weg suchen und mit einer Stundenkerze unterhalb der 1805 sind, muss ich einen nehmen, der hier oben drüber liegt. Und da gehe ich auch relativ nah dran, und zwar diesen hier, 1906. Ebenfalls ein 30er, fast ein 31er Hebel. Und das ist auch ein Open-End-Schein von Goldman mit der Kennnummer GC8J50. Also das hier sind für mich die beiden wichtigen Punkte, plus 1%, minus 1%. Vorher muss ich hier nichts machen. Das ist ein reines Barbonspiel, ob wir jetzt hier eher mal hochgehen oder eher mal runtergehen. Ich glaube, wir nutzen diese Range hier noch ein bisschen weiter aus. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye, ciao.